Stelle eine Parabelgleichung der Parabel p auf, die ihren Scheitelpunkt bei s minus 3, 2 und den Öffnungsfaktor a gleich 3 hat. Sobald ein Scheitelpunkt gegeben ist, kann man sich automatisch denken, aha, man braucht die Scheitelform. Die Scheitelform findet man in der Formelsammlung auf Seite 13 und die heißt y ist gleich a mal Klammer auf x minus xs Klammer zu zum Quadrat plus ys. In diese Gleichung müssen wir jetzt nur noch die Sachen eingeben, reinschreiben, die gegeben sind. Zum Beispiel haben wir das a gegeben, sowie den Scheitelpunkt mit minus 3, 2. Also lässt sich die Parabelgleichung wie folgt aufstellen. Y ist gleich. Für a setzen wir jetzt den Faktor 3 ein. 3 mal Klammer auf. Das x bleibt stehen. Das Minus bleibt stehen. Und jetzt nehmen wir xs. Das heißt, die x-Koordinate des Scheitelpunkts. Wenn wir den Scheitelpunkt haben, ist das erste ja immer die x-Koordinate, das zweite immer die y-Koordinate. Also setzen wir die minus 3 ein zum Quadrat plus ys und ys ist 2. Den Mittelteil können wir jetzt noch vereinfachen. 3 mal Klammer auf x und jetzt minus. Minus 3 ist das gleich wie plus 3 zum Quadrat plus 2.